Hallo, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Andreas und ihr seht Assassin's Creed 3. So, immer noch an Bord der Preservance, heißt es, glaube ich, das Schiff, ne? Auf dem Weg nach Amerika und wir sollen am Heck nach Hinweisen für eine drohende Meuterei suchen. Na, dann machen wir das einfach. So. Guten Abend, Sir. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich es mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Mehr nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da wirft ihr mal eine Ladung über Bord. Aber warum? Warum? Okay. Ihr seht ja in der in den Zwischensequenzen immer B zum Halten oder Drücken zum zum Überspringen. Ja? Ich würde das gerne ausschalten an sich. Einfach mit der Begründung, weil das stört. Ich will ja keine Zwischensequenzen überspringen. Und ich nehme auch gerne Zwischensequenzen so für Thumbnails und so. Und man kann das auch ausschalten, aber man kann das sozusagen nur ausschalten. Warte mal, das kann man eigentlich mal probieren. Komme ich hier irgendwo auf die Options? Ja, Option hat. Und zwar Steuerung. Wenn ich das ausmache, habe ich gelesen. Achso, Moment. Also ich habe gelesen, dass man damit sozusagen das wegkriegt, dieses Ding hat Schiff, ne, hat. Wenn wir mal ganz gucken. Ah ja, okay. A, B. Nee, ja genau. Wenn ich das sozusagen ausschalte, dann ist jetzt dieses A und B sozusagen auch weg. Und ich würde sozusagen nicht sehen, was ich auf den einzelnen Tasten habe. Und ich will das aber gerne haben, weil manchmal, wenn man sozusagen irgendwie ein Attentat auf jemanden machen will, muss man den perfekten Moment abwarten. Ne? Und da guckt man einfach am besten, sobald sich sozusagen die Steuerung dort ändert, kann man X drücken und dann hat man sofort das Attentat. Ne? Und deswegen ist es wichtig und da muss ich eben mit dem B da unten leben. So. Ihr müsst herausfinden, was sie planen. Eure Crew ist sehr schweigsam. Mal sehen, was ich tun kann. Nun, beeilt euch. Na gut. Ja. So, wir gehen mal hier runter. So, hier haben wir was zum Untersuchen. Hinweis analysieren. Seltsam. Äußerst seltsam. So. Wie können wir den Tag beenden? Wir können da hinten zwar noch was noch ein Gespräch führen. Da sind noch ein paar Symbole für Gespräche drin, aber. Hä? Moment. Geht's nicht rein? Achso, okay. Aber wir machen einfach mal hier weiter in der Geschichte. Tag 33. Da sind sie aber ganz schön langsam. Ne? Wir haben in der letzten Folge erfahren, dass es von Europa nach Amerika etwa 4 Wochen dauerte mit dem Schiff, was ja 28 Tage sind. Ne? 33 Tage sind ja schon 5 Tage drüber.
Na? Neuigkeiten? Jede Nacht dasselbe. Ich bewache ein Gebiet und sie werfen die Fässer von woanders ab. Ich muss ein zweites Paar Augen anheuern. Vielleicht James oder Mills. Warum machen die das? So wie ich das sehe, dienen die Fässer als Markierung. Sie legen eine Spur. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Verfolger... Schiff von Achtern! Sie geht in Schussposition! Auf die Posten, Männer! Macht die! Achtung! Alle runter! Ein kleiner Vorgeschmack auf Assassin's Creed 4. Wir wollen uns wohl nicht versenken, sondern lieber entern. Bemannt die Kanonen! Macht euch kampfbereit! Und ihr geht unter Deck! Warum? Ich kann helfen, das Schiff zu sichern. Wisst ihr denn, wie man auftakelt, eine Kanone lädt, eine Seeschlacht führt? Nein, das darf nicht mehr. Nun geht in eure Kabine, oder muss ich euch bringen lassen. Sichert die Luke! Na super. Ethan. Wart ihr schon an Deck? Ein Schiff nähert sich und will uns entern. Aber merkwürdig. Kein Anzeichen für Meuterei. Das ergibt keinen Sinn. Ah, tut es doch. Was meint ihr? Dachtet ihr, ihr könntet so leicht aus London entkommen nach eurem Attentat in der Oper? Dass wir es nicht bemerken? Dass wir euch nicht folgen? Darum geht es hier also. Ergebt euch und ich garantiere, dass man euch ehrenvoll behandelt. Wenn ihr mich ehrenvoll behandeln wollt, gebt mir ein Schwert. Seid ihr sicher, dass ihr das Spiel so spielen wollt? Na gut. So, unser erstes Opfer. Rungs. Lass ihn nicht entkommen! Alles klar. Ich sagte, ihr sollt unter Deck bleiben. Das habe ich auch getan. Nur, dass Mills mich dort erwartete. Er hat dieses Schiff hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Und was wollen die? Mich. Dann sollen sie euch haben. Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. Ihr wollt in einen Sturm hineinsegeln? Unsere einzige Chance. Das mache ich nicht. Dann tue ich. Schon gut, schon gut. Atlantischer Ozean, später am selben Tag. Wir müssen die Taue sichern! Ich sagte, dass es Wahnsinn ist. Beruhigt euch! Ich werde mich darum kümmern. So, die Takelage ist sicher. Ab geht's doch. Wie gesagt, ich habe das Spiel ja schon mal gespielt auf der Xbox 360. Ne? Ich muss gleich dazu sagen, ich finde Assassin's Creed 3 nicht den besten Teil der Serie. Das ist für mich immer noch Assassin's Creed 2, die ich gefolgt von Brotherhood in Revelation. Aber naja, jedenfalls das Lustige ist, als ich das Spiel durchgespielt habe, habe ich mir die Erweiterung geholt, hier, ich glaube die Tyrannei von Washington, ne? Und da fiel mir auf, dass man das ganze Spiel, zumindest auf der Xbox, in 3D spielen kann, ne? Und zwar richtig 3D, mit einem, natürlich braucht man einen geeigneten Fernseher, einen 3D-Fernseher, ne? Und das ist ziemlich geil, muss ich sagen, das war richtig krass, ne?
Das hätte ich sozusagen am Anfang bloß wissen müssen. Habe ich bloß zur Zufall sozusagen gesehen. So, das Segel von der Ra einpacken. So, hier immer ringsrum. Und jetzt ab nach oben. So. Zeitlimit. Beeilen euch! Ich kann nicht mehr lange! Oh, danke, danke. Oh Mann. Das hätten auch wir sein können, ne? Die Masse hat es ja schon entschärft. So. Tag 72. Okay. Habe ich das vielleicht falsch verlesen? Vielleicht stand dort 4 Monate und nicht 4 Wochen? Ich glaube, das muss ich gleich mal nachgucken. Das kann ich, konnte man... Ich weiß nicht, ob man dies... nochmal nachträglich angucken könnte, diese Codex-Einträge sozusagen. So, ach, das war ein optionales Ziel und das haben wir natürlich auch noch geschafft. So, Moment. Bereiche, Moment, Nähe. Das war die Karte. Benachrichtigungscenter. Die Providence. Hä? Nee. Können wir den hier angucken? Na gut, was soll's. Mit dem Schlimmer kann man ja auch nochmal ins Video reingucken, in die letzte Folge. Ja. Ey, da muss man sagen, wenn das wirklich 4 Monate sind, ey, da bin ich ja froh, dass wir heutzutage Flugzeuge haben und so weiter, ne? Das ist schon hart. So. Bereitet euch aufs Anlegen vor, Männer! Anlegen? Ich sehe kein Land, nur diesen undurchdringlichen Nebel. Die Möwen sagen uns, was wir wissen müssen. Klettert ins Krähennest, dann seht ihr es. Na gut. Und zwar, selbst 4 Wochen finde ich schon hart. Ne? 4 Wochen alleine hier auf See, immer die gleichen Gesichter sehen, schlechtes Essen essen, Beine vertreten, naja, geht so, ne? Finde ich schon hart. Und das ganze 4 Monate, ey, ich glaube, da... Das ist ja echt hart. So. Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Hä, wieso zeigt denn... Oh, nee, hä? Echt jetzt? So, also... Ach, ey, das kann nicht sein. Naja, gut. Was soll's.
Ja, wir haben offensichtlich den falschen Weg gewählt. Kann man nichts machen. Na gut. Ja, wie gesagt, in 3D ist das Spiel echt nochmal richtig geil. Ne? Schade, dass ich das nicht aufnehmen kann. Man könnte es natürlich von der Xbox sozusagen irgendwie entsprechend aufnehmen. Aber da fehlt mir die Hardware und das möchte ich einfach auch nicht. Ne? Und für den PC geht das nicht. Fehlt mir im Endeffekt auch die Hardware. So, und da ist es. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed 3. Sequenz 1, Reise in die neue Welt. So. Diverse optionale Ziele mit erwischt. So muss das. Boston im Jahr 1754. Master Kenway! Master Kenway! Ja, kann ich euch helfen? Charles Lee, Sir. Schön, euch kennenzulernen. Man bat mich, euch die Stadt zu zeigen, dass ihr euch eingeht. Oh, schon gut. Ich habe veranlasst, dass man euer Gepäck zum Gasthaus bringt. Seid ihr zufällig der Sohn von John und Isabella? Genau, der bin ich. Ihr kommt im Auftrag von Edward Braddock, oder nicht? Ah, aber er ist noch nicht in Amerika und ich dachte, ich... Nun, so lange, bis er kommt. Ich dachte... Ja, heraus damit. Vergib mir, Sir. Ich hatte gehofft, dass ihr mich unterrichtet. Wenn ich dem Orden dienen soll, kann ich mir wirklich keinen besseren Mentor vorstellen. Das ist sehr nett von euch, aber ich glaube, ihr überschätzt mich. Unmöglich, Sir. Hier entlang. So. Können wir natürlich jetzt hinterher rennen, aber das wollen wir nicht. Britische Soldaten. Ja. Die sogenannten Rotröcke. Boston ist eine lebhafte Stadt. Es gibt alles Mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingewöhnt seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen ablaufen. Wer weiß, welche Möglichkeiten ihr entdeckt. Einen Moment, ich muss etwas besorgen, bevor es an die Arbeit geht. Ich besorge Pferde. Übrigens, ich möchte bei der Gelegenheit gleich mal auf eine Sache hinweisen. Das ist die Karte. Ne? Ihr seht dieses Stück. Das ist übrigens neu an Assassin's Creed 3 im Vergleich zu den vorgehenden Teilen. Dass man hier benutzt, um die Weltkarte zu öffnen, seht ihr? Das ist neu an Assassin's Creed 3, dass man sozusagen einfach nur durchs Langlaufen schon etwas aufklärt. Ne? Das geht natürlich noch schneller. Ja, das geht natürlich noch schneller mit den Aussichtspunkten, ne? Die man synchronisieren kann. Aber so ist das schon eigentlich eine ziemlich coole Sache, weil es so total unlogisch ist, dass man erst so einen Aussichtspunkt finden muss, um die Straße hier sozusagen zu, ja, zu überblicken. Diese Stadt wird nochmal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich es bin. Sehr, um genau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt, Gebinde und Ordner, und obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Wie meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach, der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin, ist mir eine Ehre. Ethan Kenway. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut. Falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Nun, das war interessant. Benjamin Franklin, Seiten des Almanach von 1733 sammeln. So, wir gehen jetzt aber erstmal hier rein.
es. Und das war der Vibrationsalarm meines Timers. Was ist denn das hier? Ein Schwert und eine Pistole kaufen. Was braucht ihr, mein Herr? Kaufen. Normale Waffen. Ein normales Schwert. So. Diese Klinge ist geeignet, Meinungsverschiedenheiten schnell und endgültig beizulegen, wenn es zum Nahkampf kommt. Es ist im Einsatz lautlos und kann bei allen Wetterbedingungen eingesetzt werden. Insbesondere bei Regen, wenn Schwarzpulver feucht und unbrauchbar wird. Die Parierstange ist breit und schützt die Hand des Trägers, kann manchmal aber auch eingesetzt werden, um den Gegner zu schlagen. So. Was? Achso, okay. Alles klar. Und jetzt noch eine Pistole dazu. Wird es ja aber Feuerwaffen geben. Die Steinschlosspistole. Diese Steinschlosspistole ist auf kurze Distanz treffsicherer als die Muskete, verfügt aber über eine geringere Durchschlagskraft. Sie ist besser für kleinere Gefechte geeignet als für das Schlachtfeld. Einfach zu handhaben und sehr vielseitig, da es sehr lange dauert, nach jedem Schuss nachzuladen, tragen viele Nutzer zwei oder mehr Pistolen gleichzeitig. Versuchen Sie, einen Waffengurt mit zwei Holstern anzufertigen, um eine zweite Pistole tragen zu können. Na gut, da haben wir schon eine, so eine kleine Voraussicht sozusagen, was man alles machen kann. Wir können hier craften sozusagen. Na, so wie es aussieht. Und, naja. Okay, wir sollen Charles Lee auf einem Pferd folgen. Aber das machen wir nicht mal heute, sondern das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst mir einen Daumen nach oben da oder vielleicht einen netten Kommentar. Da würde ich mich freuen. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr mir genauso einen Kommentar da lassen und einfach mal sagen, was euch nicht gefällt sozusagen. Ne? Und ja, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. So, es war also gar keine Meuterei, sondern stattdessen war es einfach nur ein Einzeltäter, der uns irgendwie an die Engländer verkaufen wollte. Ne? Hat bestimmt das große Geschäft gewittert, aber wir haben ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht und nicht nur das. Wir haben ihn kurzerhand erstochen. Es war unser erstes Opfer und es wird bestimmt noch weitere geben in diesem Spiel. Ne? Wie jeder Assassin's Creed Teil ist es ganz schön blutig. Also, wir werden mal gucken, was jetzt hier so in Boston abgeht und das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!